Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Town of Light. Im letzten Part haben wir viel erfahren wieder über die Methoden, was liegt da denn, die hier so stattgefunden haben in dieser Anstalt. Ich meine ganz ehrlich, diese Pfleger nenne ich das jetzt mal, obwohl das keine Pfleger sind in meinen Augen. Pflegen ist für mich etwas anderes. Ja, die sind doch selber geisteskrank, oder? Ich meine, ganz ehrlich, die sind, glaube ich, mehr geisteskrank als die Leute, die da drin waren. Also ich meine, was die für Methoden angewandt haben. Oh, schrecklich. Hier ist irgendwie ein Brief. Monte Foscoli, 12. November 1939. Meine liebe Tochter, ich habe gehört, was passiert ist. Es tut mir so leid. Dass du verlegt wurdest und dich elend fühlst, macht mir große Sorgen. Hab Geduld. Du wirst sehen, es geht bergauf. Du wirst behandelt und wieder ganz gesund. Ich bete viel, jeden Tag. Bitte schreib mir oft, erzähl mir alles und sag, was du brauchst. Ich werde tun, was ich kann. Versuch stark zu bleiben. Mama. Okay. Das war der letzte Brief, den sie geschrieben hat. Seit ich in dieser Abteilung bin, nur allein sein. Nach diesem Besuch kamen von Mama keine Briefe mehr. Warum dieser Mann? Warum kam sie nicht? Habe ich etwas falsch gemacht? Die Arme. Ich glaube nicht, dass sie mich mein Schicksal überlassen wollte. Was habe ich falsch gemacht? Ich würde ihr gern jetzt antworten können, um den Lauf der Dinge zu ändern. Ach so, jetzt sollen wir einen Brief schreiben an Mama. Ich finde das aber auch schrecklich, dass sie sich jetzt Gedanken macht, was sie falsch gemacht hat. Oh Mann. Die Arme. Ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Sie haben mir alles weggenommen, alles. Ich bin so allein, keiner weiß mehr etwas von mir. Es ist, als ob ich nicht mehr da wäre. Sie tun mir so weh. Okay, wir schreiben jetzt wirklich diesen Brief. Auch meine Freundin, hilf mir, tu was. Du hattest recht, ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Ich weiß gar nicht, von welchem Verhalten die reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wofür soll sie sich denn schuldig machen? Dafür, dass sie anscheinend damals, ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt richtig interpretiere, dafür, dass sie damals misshandelt wurde? Ja, weiß ich auch nicht. Ach du Schande, ich weiß gar nicht, was ich da hinschreiben soll. Aber jetzt weiß ich, jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Ich kann nicht beschreiben, was mir passiert ist. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Ich würde am liebsten sterben. Abends hoffe ich nicht mehr aufwachen. Oh Gott, sie hassen mich, er hasst mich. Er will mich umbringen. Wer ist er? Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich davon nehmen soll, ganz ehrlich. Mist. So hätte sie mir vielleicht zugehört. Wird sie mir antworten? Ich soll den Brief, wo soll ich den denn hinbringen? Oh, es lädt gerade. Ist hängen geblieben. Kann ich raus? Wo brauche ich den denn hin? Hallo? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Die Briefe wurden im Archiv abgegeben. Von da aus wurden sie verschickt. Alles klar. Und wo befindet sich dieses Archiv? Ach, da. Wahrscheinlich Verwahrung der persönlichen Habe und Patientenarchiv. Wo ist das? Bei 13, also in die andere Richtung, da lang. Alles klar. Also quasi nur gerade durch. Wir torkeln ein bisschen. Wir geben jetzt diesen Brief ab, den wir an Mama geschrieben haben. Wenn man ins Irrenhaus kam, dann hatte man nicht mehr das Recht, etwas zu besitzen. Oh Gott.
Die Sachen, die man bei der Einlieferung hatte, wurden eingewickelt und hier verstaut, auch die Kleidungsstücke. Im Falle, dass ich eines Tages wieder rauskomme. Viele, zu viele aber kamen hier nie wieder raus. Okay. Nochmal hier mit dem Brief. In der Kartei im Archiv muss eine Mappe mit meinem Namen sein. Hier irgendwo. Okay. Deinem Namen. Also, Renee. Oh, da war was. Wo war das jetzt? War das RST? Liebe Mutter, ich bitte dich, hol mich hier weg von diesem Ort. Er macht mir solche Angst. Du hattest recht. Ich weiß, ich verstehe, mein Verhalten war falsch. Wenn du wüsstest, wie sehr ich mich schäme. Aber jetzt weiß ich mich zu benehmen, ganz bestimmt. Jetzt wird alles gut. Ich werde arbeiten und anständig sein. Deine Tochter René. Nicht abgeschickt. Okay. Dieser Brief hier sieht aus wie ein Brief, den René damals geschrieben hat. Er ist aber nie abgeschickt worden. Warum? Warum wurde er nie abgeschickt? Tja, da ist noch einer. Ich habe einen Brief von Ihnen bekommen, Mutter. Sie sagen mir, ich soll stark und geduldig sein, aber ich habe nur Angst und Schmerzen. Und Sie schreiben mir nicht mehr. Ich wünsche mir, dass dieser Brief wie ein Abbild meiner Seele das zeigt, was ich durchmache. Die Kinder wollen mich umbringen. Alle tun so, als ob nichts wäre, und sagen mir, was ich machen soll. Ich kann das nicht verstehen. Sie hilft mir, aber was haben Sie ihr getan? Können Sie es mir sagen? Werden Sie mir helfen? René. Auch nicht abgeschickt. Und nicht überbracht. Montefoscoli, 7. Juli 1940. Meine liebe Tochter, ich habe nichts mehr von dir gehört, nicht eine Zeile seit Monaten. Leider habe ich keine Möglichkeit, dich zu besuchen. Es fehlt an Geld für die Fahrt. Erinnerst du dich an Herr Onofrio? Er fährt demnächst geschäftlich nach Volterra. Ich habe ihn gebeten, ob er so freundlich sein und sich beim Herr Direktor nach dir erkundigen könnte. Hoffentlich bringt er, was dich betrifft, gute Nachrichten mit. Schreib mir aber auch. Ich weiß, ich war sehr streng. Ich bitte dich um Entschuldigung. Ich dachte nicht, dass... Herr Onofrio habe ich eine neue Puppe mitgegeben. Du hast mir gesagt, deine ist weg. Und ich weiß, dass du sie sehr lieb hattest. Sie ist nicht so schön wie deine Charlotte, aber ich hoffe, sie kann dich aufmuntern. Nur Mut, mein Kind. Wirst schon sehen. Alles wird wieder gut. Mama. Auch nicht überbracht. Montefoscoli, 12. Oktober 1940. Liebe Tochter, ich habe dir zweimal geschrieben und habe keine Antwort erhalten. Ich warte jeden Tag sehnsüchtig auf einen Brief von dir. Herr Onofrio ist zurück. Er hat dir doch die Puppe mitgebracht. Hat sie dir gefallen? Es ist ihm nicht gelungen, mit dem Herrn Direktor zu sprechen. Dich hat er aber gesehen, erzählte er. Ich bete jeden Tag für dich. Don Gino hat Sonntag während des Gottesdienstes für dich gebetet. Schön, oder? René, ich habe beschlossen, dich nach Hause zu holen. Dem Herr Direktor habe ich es schon geschrieben und ihm gesagt, dass ich mich gut um dich kümmern werde. Im Moment bin ich krank und kann deshalb nicht arbeiten. Du wirst sehen, bald geht es mir wieder gut, so dass ich reisen kann. Dann komme ich und hole dich. Ich weiß, du leidest sehr. Halte noch durch. Bitte. Mama holt uns hier raus, nicht? Mama ist lieb, aber es geht ihr nicht gut. Darum ist der Mann gekommen. Sie hat uns auch die Puppe mitgeschickt. Ich hätte mit ihr spielen und reden können, darauf gewartet, dass sie kommt. Aber René hat die Puppe nie bekommen. Sie ist wohl wie alles andere hier beschlagnahmt worden und irgendwo hier unter Verschluss. Ja, übel. Dass diese Briefe nie rausgeschickt wurden, die René an ihre Mutter geschrieben hat, und dass sie die Briefe von ihrer Mutter nie erhalten hat. Ich meine, ganz ehrlich, man ist eh schon, naja,
am Ende, sag ich mal. Man denkt, man hat niemanden mehr und dann wird das auch noch beschlagnahmt, diese Briefe. Damit man noch tiefer in ein Loch fällt. Also, boah, nee. Ohne Verständnis. Ja, und wir haben diese Puppe, die uns gebracht wurde von diesem Mann. Ich kann diesen Namen jetzt nicht nochmal aussprechen. Ofrio oder wie der heißt. die haben wir nie bekommen. Die sollen wir jetzt suchen. Ja gut, eine Puppe. Kann ich die aufmachen? Ne. Oh, hier sind aber viele Sachen. Okay, ich habe jetzt nichts gemacht. Die hat automatisch dahin geguckt. Soll ich auf die Leiter? Okay, anscheinend ja. Ah ja, hier steht ja auch René T. Okay. Jetzt können wir das Bündel aufmachen. Auf dem Tisch vor dem Fenster. Gut, dann machen wir es doch mal auf. Ich bin gespannt, was da drin ist. Oh, man sieht das aber schlecht. Mein Punkt sieht man jetzt nicht mehr so gut. Siehst du? Mama war lieb. Ich war die Böse. Mama hat sich Sorgen um René und Charlotte gemacht. Ich habe Charlotte allein gelassen. Wir haben sie allein gelassen. Ach, hier macht sie sich wieder Vorwürfe, die arme René. Wir haben hier noch mehr. Nicht nur die Puppe, sondern irgendwelche Bilder. Sie soll dich leiten auf all deinen Wegen und die Sünde von dir fernhalten. Mama. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Irgendeine Gottesfigur, Königin mit irgendwelchen Schwertern in sich, die irgendjemanden beschützen soll oder uns beschützen soll. Ein Foto? Ich denke mal, die rechte Person sind wir, also René. Und links ist wahrscheinlich die Mama. Wir haben hier noch ein Bild. Ja, und das sind wir. Ein schönes Foto, muss ich sagen. Und hier haben wir noch was. Oh, es ist leider ganz schwierig, hier was anzuklicken, weil man diesen Punkt nicht sieht. Da war der Punkt, glaube ich. Hier ist eine Kette. Wieder mit so einem Gottesvieh drauf. René. Irgendein Datum. Vielleicht zum Geburtstag. Was haben wir da noch? Und Schuhe. Können wir da was mit anfangen? Nee. Gut. Das war das. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Jetzt haben wir die Sachen irgendwie. Wir müssen Charlotte suchen. Ah, okay. Wir haben sie allein gelassen. Ist sie wohl noch da, wo wir sie zurückgelassen haben? In dem warmen Licht? Welcher Raum war das denn? Nee, hier nicht. Oh, ich weiß gar nicht, war das oben oder unten? In dem warmen Licht. Also hier wohl nicht. Weil das ist ja... Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich mach doch mal eben die Tür auf. Was ist das für ein Raum? Okay. Ich brauche Licht. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ih, was ist das? Da sind Augen drin. Das will ich aber nicht. Hier will ich raus. Augen. Nee. Will ich nicht. Da. Da, Charlotte. Okay, da scheint wieder irgendwie eine Erinnerung zu kommen oder so.
Okay, wir werden wohl im Rollstuhl gefahren. Oh, wir sind aber echt sehr dünn. Hallo? Okay, ich kann mich selber nicht bewegen. Es wird automatisch bewegt. Okay, was passiert hier jetzt? Ich kann nicht weggucken. Also ich muss da hingucken, wo ich jetzt hingucke. Jetzt kann ich wieder. Oh, eine Spritze. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Sie hat uns lieb. Charlotte ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama hört uns jetzt ab. Sie hat uns lieb. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama lässt uns nicht allein. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe nichts getan. Ich Mama habe nur hört gehorcht. Uns jetzt ab. Auch wenn wir böse sind. Sie hat uns lieb. Auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Oh Gott, wo fahren wir denn hin? Was ist das hier? Okay, die warten hier schon wieder alle. Oh, ist alles so verschwommen. Jetzt fahren wir da rein. In diesen komischen Raum. Mein Gott. Wir werden festgebunden, wie das aussieht. Wenn ich das richtig erkenne. Wie schrecklich. Kann ich mich irgendwie bewegen? Nee, ne? Nee. Gott, starrt doch mich doch nicht alle so an, ey. Ich will hier weg. Hallo? Was ist hier denn? Was ist das? Ah, das Gerät haben wir eben auch gesehen. Oh. Das ist so ein Elektro-Schocker? Weil da steht Schock. Mein Gott. Was für Methoden. Und diese Bilder wieder an den Wänden. Das ist ja nicht normal. Haben wir hier irgendwas? September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben.
Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt. Sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus. Sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst. Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Das fragst du mich. Ja, alles nur deine Einbildung. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Du bist deine Erinnerung. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Bevor wir antworten, machen wir hier einen Spielstopp. Da antworte ich jetzt nicht drauf. Wir antworten im nächsten Part. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Es war mal wieder sehr heftig. Wir haben auch gehört, dass wir andauernd festgebunden wären. Und dass, naja, die wundern sich, dass man nicht berührt werden will. Ich meine, wenn man hier misshandelt wird und so weiter, ist das ja auch kein Wunder. Ich meine, oh, das macht einen ja selber ganz verrückt, wenn man das alles so hört und liest. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dahin sag ich Ciao, eure Inuri.